Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Thailand ist von einer schweren Bombenserie erschüttert worden. Nach offiziellen Angaben wurden mindestens 4 Menschen getötet und mehr als 30 verletzt, unter ihnen 3 Deutsche. Die Sprengsätze detonierten innerhalb weniger Stunden. Zuerst im Touristenort Hua Hin, der auch Sommerresidenz der thailändischen Königsfamilie ist. Die nächste Detonation gab es auf der Urlauberinsel Phuket, gefolgt von Surat Thani, Phangna und Trang. Das Auswärtige Amt empfahl Touristen, Menschenansammlungen und öffentliche Plätze zu meiden. Urlaubsort Hua Hin. Scherben, Trümmer, überall. Polizisten sichern die vielen Spuren der Zerstörung. Um Mitternacht waren hier die ersten Bomben explodiert, der Beginn einer ganzen Serie. Ich bin schockiert, sagt die Urlauberin. Ich habe sowas noch nie erlebt. Meine Mutter hat mich letzte Nacht informiert. Ich konnte es kaum glauben. Ich fühle mich richtig schlecht. Chaos in den Gassen von Hua Hin, Minuten nach den ersten Explosionen. Die Verletzten werden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Thailänder und Touristen, auch mehrere Deutsche. Die Bomben waren mit Metallkugeln befüllt. Sie sollten möglichst viele Menschen treffen. Am Morgen geht die Bombenserie weiter. Wieder Hua Hin. Helfer eilen zu den Verletzten. Auch in anderen Provinzen explodieren Bomben. In Surat Thani, auf Phuket und im Badeort Khao Lak. Die Polizei schließt aus, dass es sich um internationalen Terrorismus handelt. Aber wer die Bomben gezündet hat, bleibt unklar. Warum ist das gerade jetzt passiert, fragt Thailands Militärmachthaber Chan Ocha. Unserem Land geht es doch immer besser, der Wirtschaft, dem Tourismus auch. Wer will verhindern, dass es aufwärts geht, findet sie. Vor ein paar Tagen hatten die Militärs über eine neue, umstrittene Verfassung abstimmen lassen. Sie gibt der Junta künftig noch mehr Macht. Auch nach Neuwahlen kann sie über Parlament und zukünftige Premierminister bestimmen. Die Generäle, die sich vor 2 Jahren an die Macht geputscht haben, haben sich viele Feinde gemacht. Noch sind die Täter und ihre Motive unbekannt. Aber erstmals werden Touristen bewusst ins Visier genommen. Und damit Thailands wichtigster Wirtschaftszweig. Eine neue Dimension. Informationen für Thailand-Urlauber, etwa zur Umbuchung oder Stornierung von Flügen, haben wir auf tagesschau.de für Sie zusammengestellt. Bei ihrer Grundsatzrede zur Wirtschaft hat die US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Clinton auch für einen Ausbau der erneuerbaren Energien geworben. Die USA sollten auch auf diesem Gebiet eine führende Rolle einnehmen, so Clinton in Warren. Massiven Steuersenkungen erteilte sie eine Absage. Damit distanzierte sich Clinton von ihrem republikanischen Konkurrenten Trump. Der äußerte sich unterdessen in einem Interview über eine mögliche Niederlage bei der Präsidentenwahl im November. Schwierige Zeiten für Donald Trump. In den Umfragen liegt er weiter zurück. Zum ersten Mal gestand er im Wahlkampf Probleme ein, auch im republikanischen Stammland. Ihr müsst die Leute zum Wählen bewegen, auch da, wo wir sonst gut dastanden. Wir haben gewaltige Probleme in Utah. In einem offenen Brief verlangten mehr als 70 einflussreiche Republikaner, die Partei solle Trump den Geldhahn zudrehen. Der dachte zum ersten Mal öffentlich über eine mögliche Wahlniederlage nach. Sollte es nicht klappen, werde er einen sehr, sehr schönen langen Urlaub machen. Hillary Clinton griff ihren Rivalen scharf an. Seine Steuersenkungspläne würden nur Reiche begünstigen. Auch sonst bemühte sie sich in ihrer Rede zur Wirtschaft in Detroit um inhaltliche Abgrenzung zu Trump. Zum Beispiel mit alternativen Energien als Jobmotor. Ein Land wird die Supermacht der sauberen Energien im 21. Jahrhundert sein und Millionen Arbeitsplätze schaffen. Wahrscheinlich entweder China, Deutschland oder Amerika. Ich möchte, dass wir es sind. Clinton will 275 Milliarden Dollar in die Infrastruktur und neue Arbeitsplätze investieren. Der Kampf um die von beiden Kandidaten umworbene amerikanische Mittelschicht läuft. Bundesentwicklungsminister Müller will stärker mit afrikanischen Ländern zusammenarbeiten, um den Menschen vor Ort Perspektiven zu bieten. Die Menschen verließen nicht freiwillig ihr Land, sagte er zum Abschluss seiner 5-tägigen Afrika-Reise durch den Senegal, Niger und Ruanda. In Ruanda erinnerte er an die Opfer des Völkermordes von 1994. Dem Land sei seitdem ein beispielhafter Versöhnungsprozess gelungen, so Müller.
Ganz bewusst hatte Entwicklungsminister Gerd Müller als letzte Station seiner Afrikareise Ruanda gewählt. Das Land sei Vorbild für alle Staaten des Kontinents aufgrund seiner aufsteigenden Wirtschaftskraft. Es gibt keinen Flüchtling aus Ruanda, der seine Zukunft in Europa sieht. Die Menschen schaffen hier Entwicklung und Zukunft. Durch eine starke Regierung und durch starke Menschen, die selber ihr Potenzial abrufen. Und das muss die Grundlage für andere Staaten Afrikas sein. Zuvor war der Entwicklungsminister nach Agadez im Norden von Niger gereist. Der Ort ist das Drehkreuz für die meisten der Flüchtlinge und Migranten, die über Libyen nach Europa wollen. Nach Schätzungen der Internationalen Organisation für Migration, IOM, passieren jährlich bis zu 150.000 Menschen aus West- und Zentralafrika die Wüstenstadt. Mit europäischen Hilfsprogrammen sollen die Menschen von der gefährlichen Flucht abgehalten werden. Also man sieht erst mal, was Hoffnungslosigkeit bedeutet, wenn man in die Gesichter schaut und mit den jungen Leuten spricht. Sie suchen nichts anderes als eine Zukunft, Arbeit, Überleben. Mit Entwicklungsgeldern will Müller die Migrationsmotive bekämpfen. Er fordert dafür einen Marshallplan für Afrika mit 10 Milliarden Euro für Investitionen. Der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde Toprak geht davon aus, dass in naher Zukunft viele türkische Staatsbürger in Deutschland Schutz suchen werden. Kurzfristig rechne er mit Zehntausenden, mittelfristig mit einigen Hunderttausend Menschen, eine Folge des harten Vorgehens von Präsident Erdogan gegen Minderheiten und die Opposition, so Toprak zur Zeitung Die Welt. Aufgrund von Strafaktionen der Regierung seien bereits heute 500.000 Kurden innerhalb der Türkei auf der Flucht. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, hat auf der italienischen Insel Sardinien eine Flüchtlingsunterkunft besucht. Zuvor hatte er legale und sichere Einreisemöglichkeiten für Schutzsuchende nach Europa gefordert. Morgen wird Bedford Strom mit deutschen Soldaten auf Sardinien sprechen. Die Bundeswehr beteiligt sich hier an der EU-Mission Sophia, die Schlepper bekämpfen soll. Die Marinesoldaten haben außerdem tausende Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Das Sicherheitskonzept von Bundesinnenminister de Maizière geht Landespolitikern der Union nicht weit genug. Sie dringen zusätzlich auf ein Verbot der Vollverschleierung und ein Ende der doppelten Staatsbürgerschaft. Berlins Innensenator Henkel nannte die Burka einen Käfig aus Stoff, der nicht in das deutsche Straßenbild gehöre. Ähnlich äußerte sich Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Cafier. Die Politik müsse auch die gefühlte Sicherheit der Bevölkerung zur Kenntnis nehmen, sagte er. Die rechte, sogenannte identitäre Bewegung ist in das Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz gerückt. Nach mehreren Landesämtern stellt nun auch die Bundesbehörde den Verein unter Beobachtung. Präsident Maaßen sagte der dpa, es würden Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gesehen. Die Bewegung gibt es seit 2012 in Deutschland. Sie wendet sich etwa gegen einen, so wörtlich, Multikulti-Wahn. Die sogenannte identitäre Bewegung kommt ursprünglich aus Frankreich. Die Identitären machen eher selten eigene Demonstrationen, schließen sich aber häufig anderen fremdenfeindlichen Kundgebungen an. In mehreren Bundesländern wird die Gruppe bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie sei völkisch-rassistisch, so der Chef des thüringischen Verfassungsschutzes. Hier geht es darum, dass das Asylrecht zum Beispiel in Frage gestellt wird bzw. abgelehnt wird, dass der Gleichheitsgrundsatz abgelehnt wird. Flüchtlinge und Ausländer sind nicht gleich. Das ist das, was von der Bewegung verbreitet wird. Und das sind die genauen Hinweise, die wir haben. Die identitäre Bewegung versteht sich als Teil der sogenannten neuen Rechten in Abgrenzung zu Rechtsextremen. Identität heißt für sie, jedes Volk müsse auf seinem angestammten Gebiet bleiben. Deswegen ist man gegen jede Zuwanderung und behauptet, das deutsche Volk solle durch gezielte Einwanderung ausgetauscht werden. Die Bewegung gibt sich jung und modern, kennt aber nur ein Thema, die Angst vor der Überfremdung. Wir sollen verdrängt und ausgetauscht werden. Die Abgrenzung zu Neonazis sei nicht glaubwürdig, sagen Experten. Die Identitären sind sehr attraktiv für Neonazis, weil sie dann in neuem Kleid weiter aktiv sein können, Gewalt fördern, rassistische Gewalt fördern oder selber tun. Unklar ist, wie stark die identitäre Bewegung ist. Die Facebook-Seite hat 27.000 Gefällt-mir-Angaben.
Gruppen wie die Identitäre Bewegung treten anders auf als die NPD oder gewalttätige Neonazis. Sie wollen damit die bürgerliche Mitte, vor allem aber junge Menschen, ansprechen. Die Inhalte allerdings, warnt der Verfassungsschutz, sind denen rechtsextremer oder offen rassistischer Gruppen sehr ähnlich. Grönlandhaie sind einer Studie zufolge die langlebigsten Wirbeltiere der Welt. Sie könnten älter als 400 Jahre werden, hat eine internationale Forschergruppe der Universität Kopenhagen der Zeitschrift Science berichtet. Sorge bereitet den Experten die späte Geschlechtsreife der Tiere, die den Fortbestand der Art gefährden könnte. Ganz gelassen bewegt man sich als Grönlandhai. Man hat aber auch Zeit als langlebigstes Wirbeltier. 200 Jahre, schätzten Forscher bisher. Doch jetzt fanden sie heraus, in dem Alter hat er gerade mal seine Pubertät hinter sich. Geschlechtsreif wird er nämlich erst mit 150 und hat dann noch Jahrhunderte vor sich. Der älteste Hai, den wir gefunden haben, war fast 390 Jahre alt. Es ist aber recht unsicher, weil wir die Radiokarbon-Datierung genutzt haben. Wir können ziemlich sicher sagen, dass er zwischen 272 und 512 Jahren alt war. Die Meeresbiologen forschen noch, warum die Tiere so alt werden. Es hat wohl auch mit der kalten Umgebung zu tun. Sie sorgt für einen langsamen Stoffwechsel. Obwohl der Grönlandhai so lange leben kann, gilt er als potenziell gefährdet. Sehr häufig gerät er als Beifang in die Grundschleppnetze von Fischern im Polarmeer und im Nordatlantik. Anfällig macht ihn aber auch, dass er so ein Spätzünder ist. Es ist einfach zu wahrscheinlich, dass er gefangen wird, bevor er sich vermehren kann, mit frühestens 150 Jahren. Bei den Olympischen Spielen in Rio hat es für das deutsche Team die 5. Goldmedaille gegeben. Überraschend siegte Henry Junghähnl im Liegendwettbewerb bei den Kleinkaliberschützen. Der gebürtige Leipziger gewann mit olympischem Rekord. Sie sind auf den Geschmack gekommen, die Schützen bei diesen Spielen in Rio. Jetzt haben sie schon 4 Medaillen herausgeschossen. Mit Henry Junghähnl hatte kaum einer gerechnet. Als Olympianeuling legt der Darmstädter den Wettkampf seines Lebens hin, bleibt bis zum letzten Schuss ruhig und nervenstark. Das Ergebnis: olympischer Rekord und Gold. Mehr geht nicht. Gestern hatte bereits Lisa Unruh überrascht und zum ersten olympischen Silber überhaupt für die Bogenschützen im Einzel getroffen. Im Rio-Regen starteten heute die Leichtathleten in ihre Wettkämpfe, die Deutschen mit gemischten Gefühlen. Einen perfekten Einstieg in den Siebenkampf schafft Caroline Schäfer. Über die 100 Meter Hürden läuft sie so schnell wie noch nie, 13,12 Sekunden, persönliche Bestzeit. Ganz ruhig mit Kugel Christina Schwanitz. Die Weltmeisterin braucht nur einen Versuch in der Qualifikation, um sich ins Finale zu stoßen. Heute Nacht um 3 will sie Gold. Das erste negative Ausrufezeichen gab es auch schon. Diskuswerfer Robert Harting ist raus. Der Mann der klaren Worte schlingert durch die Quali. Nach 2 Fehlversuchen ist der 3. Wurf zu kurz. Die größte Enttäuschung seiner Karriere. Ich hatte gestern leider einen Hexenschuss. Bin mit 9 Spritzen irgendwie noch hingebogen worden, so richtig, aber hat leider nicht geklappt. Und so muss einer der prominentesten Sportler gehen, bevor Olympia für die Leichtathleten richtig begonnen hat. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. August. Im Norden Deutschlands bleibt es unter Tiefdruckeinfluss wechselhaft. Sonst sorgen hoher Luftdruck und warme Luft für Sonnenschein und steigende Temperaturen. Heute Nacht fällt im Osten und Südosten noch etwas Regen, sonst meist trocken und von Westen klart es auf. Regional bildet sich Nebel. Nachdem der verschwunden ist, scheint morgen verbreitet die Sonne. Nur im Norden halten sich etliche Wolken mit einzelnen Schauern. Heute Nacht auf den Nordseeinseln bis 17, im Allgäu nur 8 Grad. Morgen im Norden unter Wolken 19 bis 21, am Oberrhein bis 29 Grad. Auch am Sonntag recht freundlich, im Süden sonnig, vor allem über den Bergen am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter. In der neuen Woche ändert sich an dem oft freundlichen Wetter wenig und es bleibt vielerorts sommerlich warm. Wir melden uns wieder gegen 21.50 Uhr, dann hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Entsetzen im Urlaubsparadies, die Angst in Thailands Touristenregionen. Außerdem, warum der Verfassungsschutz die Beobachtung am rechten Rand ausweitet. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja.